Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen Ausschnitt zu unserem ersten Online-Seminar, Kurzseminar rund um das EEG 2023. Da haben der Thomas aus meinem Team und ich schon eine ganze Weile, 2,5 Stunden ungefähr, über die Entwicklung im EEG, im Erneuerbaren Energiengesetz, gesprochen. Das ist jetzt eine Veranstaltung, die jeden Monat einmal bei uns stattfindet. Wir werden auch monatlich über das Smart Metering und über die Marktkommunikation in der Energiewirtschaft sprechen. Also wirklich jede Menge interessante Sachen. Und hier so ein kleiner Einblick in das, was wir dann in diesen Veranstaltungen so machen. Wenn euch sowas gefällt, geht dann einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung und klickt dort einfach schon mal drauf. Da seht ihr die Möglichkeit, diesen kompletten Beitrag von Ende Mai euch anschauen zu können oder dann eben auch die nächsten Veranstaltungen online buchen zu können. Das ist einfach nur ein Online-Ticket, was ihr euch da kaufen könnt. Und dann kriegt ihr einen Link auf eine Microsoft Teams-Sitzung und da könnt ihr euch dann einklinken, live zuhören, Fragen stellen und so weiter. Also wirklich jede Menge spannende Möglichkeiten, um sich schlau machen zu können, sehr, sehr schlank, 2 Stunden lang über wichtige Themen der Energiewirtschaft. Also schaut mal rein. Wir gehen mal grob durch das Gesetz an sich. Wichtig vielleicht noch vorab, ein Artikelgesetz hat, und das haben wir auf unserem YouTube-Kanal ein paar Mal erklärt, immer so die Eigenschaft, dass es verschiedene andere Gesetze und Verordnungen anfasst. Und jeder Artikel dieses Artikelgesetzes immer sich auf ein Gesetz, eine Verordnung jeweils bezieht und sagt, hey, ich ändere jetzt das EEG und der nächste Artikel ändert dann das Energiewirtschaftsgesetz und der nächste dann irgendeine Ausführungsverordnung zum Beispiel. Dementsprechend nicht wundern, dass das auch wirklich immer ausufert und es dutzende Seiten an Inhalten dann gerne gibt, weil hier im Regelfall mehrere bestehende Gesetze angefasst werden oder auch mehrere neue Gesetze in Kraft treten können. Das ist dann in der Regel oder geht auch in der Regel schneller, als wenn man jedes einzelne Gesetz wirklich von A bis Z überarbeiten würde. Hier beim Artikelgesetz geht es einfach darum, zu gucken, welches Gesetz muss ich überhaupt anfassen in dem Zusammenhang, um das dann schnell in so einem Gesetzespaket auch abarbeiten zu können. Gut, Artikel 1, offensichtlich, das Erneuerbare Energiengesetz, EEG, wird geändert. Klar, überrascht jetzt niemanden. Ja, weitere Änderungen des Erneuerbaren Energiengesetzes sind auch schon spannend. Also es hat sich für mich nicht erschlossen, warum man nicht einfach gesagt hat, Artikel 1 und man nimmt alles drunter. Wahrscheinlich ergaben sich die anderen später und man hat sie dann einfach in einen zweiten Artikel genommen. Manchmal ist es nicht ganz nachvollziehbar. Was natürlich sein kann, was hier mit reinspielt, eventuell Änderungen, die man vorfristig angreifen möchte, dass man die nochmal getrennt hat. Aber es war für uns nicht wirklich so eindeutig, warum man 2 Artikel macht für ein und dasselbe Gesetz. Ja. Bei den anderen, glaube ich, ist es dann eindeutiger, wenn du mal weiterblickst. Ja. Es gibt hier ein vollkommen neues Gesetz, wobei aus meiner Sicht die Regelungen dort drinnen nicht neu sind, sondern man nimmt die einfach aus den anderen Gesetzen raus, packt die separat und sagt dann in dem Energieumlagengesetz, welche Umlagen habe ich denn überhaupt, welche berechne ich oder in welcher Art und Weise berechne ich das, wem berechne ich das. Ja. Aber auch da wird es so sein, nicht jede Umlage ist dort drin. Ist so, ja. Also deshalb dann auch Änderungen beispielsweise wieder im Energiewirtschaftsgesetz, um zu sagen, was bleibt beispielsweise dort, welches, was nehme ich nicht in das Energieumlagengesetz. Aber grundsätzlich macht es Sinn, das werdet ihr dann sehen, so ein Energieumlagengesetz neu zu machen, um das mal zu bündeln und auch für die Zukunft zu sagen, da packen wir alles separat rein, was in diese Richtung geht. Genau. Dann haben wir noch die Änderung der Stromnetzentgeltverordnung, die ja dann wieder etwas operativer ist. Die geht dann stärker auf das, was im Alltag zwischen den Häusern zu machen ist. In der Netznutzungsabrechnung schlussendlich werden ja die Einnahmen des Versorgers aus der Endkundenabrechnung dann weiterverteilt an erstmal den Verteilnetzbetreiber auf dieser Ebene. Die EEG-Umlage war immer so eine Besonderheit, die direkt an den Übertragungsnetzbetreiber im Regelfall zu geben war, über auch ein Berichtswesen, was immer zum Mai eines jeden Jahres, meine ich, einen Stichtag hatte und da dann eben die Zahlungen zu übernehmen waren. Das ist natürlich dann auch genau so ein Punkt, eine der Änderungen, die wir jetzt schon haben, eben so mit sich gebracht hat, dass klar die Umlage wegfällt, damit muss der Versorger sie nicht mehr zahlen, aber er darf sie auch nicht für sich behalten, er muss den Wegfall weiterreichen. Grundversorgungsverordnung geht direkt nochmal weiter, die wir auch wieder in unserem Alltag in der Energiewirtschaft sehr stark sehen, die regelt im Großen und Ganzen den Verbraucherschutz, dass eben jeder Kunde ein Recht darauf hat, versorgt zu werden und auch immer zurückfallen kann auf eine grundlegende Versorgung, egal ob Ersatz oder Grundversorgung. Die Unterschiede haben wir auch auf unserem YouTube-Kanal oft genug schon angesprochen und erklärt.
Wir werden im Detail dann treffen. Genau, also wir haben Folien vorbereitet, wo wir das Thema gerade Ersatzversorgung oder die Anforderungen an die Ersatzversorgung nochmal darstellen. Es hat sich ja durch die Erhöhung der Preise und die Insolvenz des ein oder anderen Energieversorgers auch herausgestellt, dass viele der Grundversorger jetzt Ersatzversorgung leisten müssen und das zu Preisen, die schwierig sind oder auch die Beschaffung dieser Energiemengen schwierig sind. Und da war es einfach wichtig, dass auch hier jetzt mal Änderungen an der Kundenersatzversorgung gemacht wurden. Dazu kommen wir aber dann in einem späteren Kapitel. Genau. Wir begleiten ja auch diverse Energieunternehmen im Consulting oder durch Schulung. Und bei einem Konzern habe ich das damals mitbekommen, dass von heute auf morgen 17.000 Kunden in die dortige Ersatzversorgung, Grundversorgung gefallen sind. Das tut dann schon weh. Damit auch umzugehen, das zu handeln und die Energiemengen zu beschaffen, ist extrem kompliziert in der heutigen Welt. Also gerade für Energieversorger, die natürlich auch langfristige Beschaffungsstrategien haben, ist eine Ersatzversorgung, die dann in dieser Größenordnung auf die zukommt, natürlich auch nicht alltägliches Geschäft. Und damit rechnet man auch nicht. Absolut nicht. Wir haben verschiedene Einnahmequellen, und hauptsächlich aber immer die Energieumlage. Wenn wir die nun wegfallen lassen, müssen wir irgendwo anders her natürlich Geld bekommen. In Zukunft ist da der sogenannte Energie-Klimafonds das zentrale Mittel. Das sind ungefähr 6,6 Milliarden Euro so im Gespräch, die jetzt erstmal Gegenfinanzierungsbedarf sind, wenn die Umlage wegfällt. Das ist aber in einem Bundeshaushalt, sind das Peanuts. Das macht jetzt hier wirklich keinen riesigen Unterschied mehr. Das über diesen Weg anzugehen, können wir relativ klar machen. Genau, das ist eben das, was schon sehr häufig in der Presse jetzt auch war, dass die Energieförderung nicht mehr über den Strompreis stattfindet, dass das beendet wird. Es geht darum, dass aber, sage ich mal, der reine Wegfall der Energieumlage tatsächlich zum 01.01.2023 dann passiert und dass das, was zum 01.07. Jetzt diesen Jahres passiert, erstmal eine Absenkung auf den Wert Null sein wird. Das heißt, selbst wenn das mal in der Presse so rüberkommen sollte, die EEG-Umlage wird jetzt nicht in 2022 zum 1.7. schon abgeschafft, sondern sie wird erstmal auf Null reduziert. Ist dann natürlich genauso über den Haushalt abgedeckt, Finanzierungsbedarf wie auch danach. Und sie wird aber trotzdem in den diversen Gesetzen weiterhin auftauchen, gerade auch in den neuen Energieumlagengesetz. Und das ist jetzt das, was entsprechend hier mit von uns aufgeschrieben wurde. Sie werden überführt, KWK-Anlage, Offshore-Netzumlage werden entsprechend für das öffentliche Netz weiter erhoben. Und aber wie gesagt, die Förderung letztendlich oder das Herabsenken auf Null passiert in diesem Jahr und die völlige Abschaffung im nächsten. Genau. Wichtig ist ja hier auch immer der Aspekt Entnahme von Strom aus dem öffentlichen Netz. Wir haben die Energieumlage auch immer bei Einspeiseanlagen gesehen, was ja das Modell des Betreibers auch manchmal so schwierig gestaltet hat. Gerade ab bestimmten Größen bist du meinetwegen vermindert oder dann voll umlagenpflichtig gewesen oder in bestimmten Betreibermodellen teilweise auch nicht zahlungspflichtig. Das ist insgesamt ein mega spannendes Thema, um eben bei den Betreibern die Geschäftsmodelle einfacher zu machen, dass sie an sich wegfällt. Aber die verbleibenden Umlagen, die jetzt wirklich alle deutlich geringer sind als die EEG-Umlage, sind halt hier und da trotzdem notwendig, um mittelfristig ja auch flankierende Aspekte zu schützen. Ne? Offshore deswegen, weil dort ja dieser Nichtanschluss von Anlagen irgendwoher finanziert werden muss. Die werden vergütet dafür, dass sie ja eigentlich fertig wären, aber kein Kabel da ist. Und dementsprechend muss irgendwo Geld herkommen und auch das nehmen wir vom Verbraucher. Aber ja, es wird da mit weiterem Zubau und mehr Infrastruktur vor Ort, denke ich, in Zukunft auch einfacher sein, da rechtzeitig die Kabel zu legen und zum Beispiel dieses Thema der Umlage auch komplett zu erledigen. Wir können es aber auch rauslassen. Ja, wir gehen einfach ein bisschen drüber. Bei den Umlagen ist halt immer natürlich, wie gesagt, das Thema, an welchen Stellen ist es sinnvoll, die zu positionieren. Mit einer kompletten Umstrukturierung der Förderung ist es mittelfristig, glaube ich, auch sehr sinnvoll, von den Rechnungen einfach rauszugehen und das Ganze zentralisiert zu finanzieren. Mit eben zum Beispiel diesem Energie- und Klimafonds haben wir auch jede Menge Potenzial. Auch weil mittelfristig natürlich Kosten auf CO2 und andere Treibhausgase zum Beispiel berechnen und dann verursacherorientiert praktisch nochmal Geld da einnehmen und die viele Aspekte
von den bisher über Umlagen zu finanzierenden Geldern da schon abfedern können oder komplett abfangen können. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Da ist noch nicht das Ende der Entwicklung abzusehen. Genau, Wärmepumpen sollen von den verbleibenden Umlagen befreit werden. Das ist schon sehr gut. Wie gesagt, sollen. Wir werden sehen, ob es passiert. Da können wir uns Ende des Jahres nochmal drüber unterhalten. Wäre auch sinnvoll. Ne? Also da ist auch immer das Thema, es ist trotzdem sehr stromintensiv und wer sich nicht so stark damit beschäftigt, überlegt halt auch, ja, wie lohnt sich das, wie rechnet sich das überhaupt korrekt? Ist dann ein Doppeltarif, wie wir ihn schon immer kennen, HTNT sinnvoll oder sind vielleicht auch dynamische Tarife in Zukunft mit Smart Metering da schon ein Thema, was heute bereits funktionieren könnte? Mal schauen. Ja, besondere Ausgleichsregelungen. Also hier geht es auch grundsätzlich darum, dass diese Regelungen ins Energieumlagengesetz überführt werden. Da gucken wir ja dann auch nochmal, wenn wir uns über das Energieumlagengesetz kurz verständigen, auch nochmal drauf. Das trifft auf viele dieser Umlagen zu. KWK-Umlage und Offshore-Netzumlage sind dann die einzigen besonderen Ausgleichsregelungen an dieser Stelle. Genau. Aber auch da, also zu den Begrifflichkeiten, haben wir schon mal Videos gemacht und auch ein Lexikon, da kann man jetzt einfach nochmal nachschlagen. Wenn diese verschiedenen Besonderheiten, also die nächste Ebene des Deep Dive in das EEG, wenn das hier und da nochmal Fragezeichen mit sich bringt, einfach nochmal nachschlagen bei uns. Genau, Thema Stromkennzeichnung soll novelliert werden. So richtig hat man noch nicht das gefunden, was tatsächlich stattfinden soll. Zum einen soll das Thema Finanzierung der EEG-Förderung da drin auftauchen. Und zum anderen ist mir bekannt, dass man auch das Thema regionaler Herkunft eines Stromverbrauchs dann auch wirklich auf der Kundenrechnung sehen soll. Also es geht nicht mehr darum, wo ist es erzeugt, sondern der Kunde soll auch tatsächlich sehen, ist der Strom regional verbraucht worden von dieser Erzeugungstechnologie. Und da bin ich mal gespannt, wie die Darstellung dann tatsächlich erfolgen soll. Es soll grafisch dargestellt werden und soll auch den Erfordernissen des ENEG gerecht werden. Paragraph 42 ist ja da die entsprechende Regelung. Wie man aber praktisch den eingespeisten grünen Strom dann beim Kunden wieder rausnimmt und sagt, der ist tatsächlich bei dir angekommen, bin ich mal gespannt. Also es kann ja eigentlich nur dieser Wert sein, der auch irgendwo eingespeist wird, ist der beim Kunden wieder rauskommt, dass das grafisch nochmal besonders hervorgehoben wird. Ist auch sinnvoll, wir haben mit dem regionalen Nachweisregister schon eine Entwicklung gehabt, die diese vor Ort mit 50 Kilometern, meine ich, Begrenzung besondere Vermarktung von erneuerbarem Strom mit sich gebracht hat, aber es war halt immer so ein Nebenthema, ein Nischenthema. Es wird halt immer interessanter, welche Auswirkungen eigentlich die Energiewende auf meine Steckdose hat. Und ich glaube, das ist eine gute Entwicklung, um das anzugehen. Herkunftsnachweis ist dann eben ein paralleles Thema, um nachher wirklich auch nachweisen zu können, diese Kilowattstunde kommt von dort in großen Grenzen. Ne? So. Und das hängt hier in dem Fall ganz ähnlich mit dieser Stromkennzeichnung zusammen, die novelliert wird. Wenn ich das nicht habe, kann ich ja natürlich auch nicht wissen, was ist mit dem Strom, den ich da ausspeise, wo kommt der tatsächlich her? Und das wird jetzt miteinander in Verbindung gebracht. Wir haben uns mal gedacht, wir stellen das mal in einem Gesetz dar, und das ist das ja immer noch das wichtigste Gesetz, was wir haben. Also da stehen dann solche spannenden Sachen drin, wie ich habe einem EEG einen Paragraphen verschoben, der gilt aber auch fürs ENWG, also muss ich den auch dort reinschreiben. Ja. Ne? Das ist und dann wichtig natürlich auch, es ist dann nicht mehr EEG 2021, sondern 2023. Ja. Ne? Dann die Regelungen, die ich ins Energieumlagengesetz überführe, hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Ja. Wenn ich den Wälzungsmechanismus überführe, schreibe ich das auch entsprechend rein. Das muss dann wieder im EMWG stehen und steht aber auch im neuen Gesetz. Ja, ja, das beruhigt einen so ein bisschen, dass wir uns wirklich aufs EEG, KWKG konzentrieren können, inhaltlicher Natur, und eben nicht die 14, 15 verschiedenen Gesetze, Verordnungen wirklich inhaltlich geändert werden. Aber trotzdem, man muss es einen Überblick darüber sich natürlich verschaffen, dass hier noch alles angeht. Weitere Wälzungen, ne? Das hatten wir ja schon vorhin mal gesagt, dass das dort bleibt, entsprechend dass Regelungen überführt werden ins Energieumlagengesetz. Dass aber auch Dinge dort bleiben können oder dort von anderen Gesetzlichkeiten erhoben werden, das ist praktisch dort jeweils auch im ENWG mit aufgeführt.
Wir sind gespannt, was im, also wenn das Osterpaket, davon gehen wir aus, dass das, was besprochen wurde, dass das auch so kommt und dass es beschlossen wird. Und dann sind wir gespannt, was im Sommerpaket alles tatsächlich noch mit reinfließen wird. Wir denken, dass es die Energiewirtschaft mit dem Osterpaket grundsätzlich abgearbeitet wurde und dass das Thema Sektorenkopplung im Sommer kommen wird, dass wir so Gebäudesektor, Verkehrssektor mit dabei haben. Genau. Wird auch nochmal ein spannendes Thema, jetzt vielleicht nicht für die Energiewirtschaft im großen Sinne, aber für das Gesamtbild, Klimaschutz etc. schon. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, was letztendlich im Gesamtpaket Ende des Jahres dabei noch beschlossen wird. Ist so. Ja, also ganz spannend. Je nachdem, wenn ihr euch das anschaut, wird es da schon Entwicklungen gegeben haben. Wir werden ja weitere Folgeveranstaltungen machen und auch hier und da an anderen Stellen darüber sprechen. Schaut euch das an. Schaut euch auch an, was tatsächlich direkt passiert. Wie gesagt, einfach mal entweder die Fachpresse verfolgen oder wirklich bundestag.de sich anschauen. Dort gibt es auch Redakteure, die schreiben verständliche Zusammenfassungsartikel über die Entscheidungen, die es dort so gibt. Und ja, je nachdem, wann gab es nun schon Beschlüsse rund um zum Beispiel EEG-Umlage und Energiesteuersenkungsgesetz und LNG-Gesetz und weitere Themen. Das Energiesicherungsgesetz ist auch so ein besonderes Thema, rund um jetzt wieder die Versorgungskrise im Gasbereich. Aber ja, wir haben im EEG eben noch verschiedene Etappen, die zu gehen sind. Und das bleibt spannend, wir werden es an anderer Stelle wieder besprechen. Also geht jetzt weiter auf n1.de nochmal auf die Startseite oder auf Events und guckt, was da die Folgeveranstaltungen sind. Ihr könnt euch da unkompliziert auf dem gleichen Weg wie mit anderen Produkten ein Ticket holen. Und dann gibt es da eine Live-Veranstaltung oder eben auch wieder eine Aufzeichnung im Nachhinein, wie in diesem Fall. Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Unbedingt. Es ist nie langweilig in dieser Branche. Es ist permanent mit auch krassen Änderungen versehen, weil es aber natürlich notwendig ist. Wir haben ja immer die echte technische Seite, wir haben die Klimaseite. Es muss nun mal auch was in unserer Wirtschaft passieren, damit das bedarfsgerecht dann auch entwickelt werden kann. So, und wie gesagt, wenn euch sowas zusagt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn ihr diese gesamte Session sehen wollt und vielleicht auch die nächsten, dann unten in der Videobeschreibung gucken. Da könnt ihr euch einerseits die Aufzeichnung vom letzten Mal kaufen oder dann eben auch die Tickets für die nächsten Veranstaltungen kaufen. Über unseren Online-Shop, genauso wie alle unsere anderen Produkte, ist das sehr, sehr schlank und easy machbar. Alles klar. Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches noch zu solchen Formaten, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst und geht, wie gesagt, auf unser Lernportal n1.de, da findet ihr unsere gesamten tollen Angebote. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach.